Hallo und ganz recht herzlich willkommen. Ich bin's, Janina von den strahlenden Momenten. Hallo. Zunächst einmal möchte ich dich ganz recht herzlich auf meinem Kanal, aber natürlich auch zu diesem neuen Video hier begrüßen. Heute gibt es zunächst einmal das große Finale meines Videoflohmarkts und ich möchte gar nicht viel reden. Nach dem Intro geht es für dich los. Ich freue mich, wenn du dran bleibst. Bis gleich. Letzte Runde meines Videoflohmarkts und ich hole noch mal meinen schönen Zettel ins Bild. Meinen schönen Zettel, der warum auch immer hier schon ein bisschen gelitten hat. Aber das ist mir jetzt egal, denn für dieses Mal wird es auf jeden Fall noch reichen. Ich bin durch die Schränke gegangen, habe geguckt, was nutze ich nicht mehr und wo bietet sich für dich die Chance, vielleicht zuzugreifen. Ich habe jedes Produkt mit Nummern versehen. Und werde dir natürlich auch den entsprechenden Preis dazu mitteilen. Wenn du Interesse hast an einem Produkt, was du hier gesehen hast, dann schick mir bitte eine E-Mail an flohmarkt@strahlendemomente.de. Ich blende dir das auch nochmal hier unten ein. Und ich brauche natürlich deine Rechnungsadresse. Also das wird dann auch gleichzeitig die Versandadresse. Gut, sobald die Rechnung bezahlt ist, macht sich dein neuer Schatz auf den Weg und dann kannst du auch schon ganz bald anfangen, loszubasteln. Genau, ich habe hier noch draufstehen, ich verschicke ausschließlich versichert. Das heißt, ich möchte nachvollziehen können, dass die Ware auch bei dir angekommen ist. Und die Versandkosten werden noch mit oben auf den Produktpreis draufgerechnet. Für den Fall, und das werde ich heute wirklich oft haben, dass du so ein 30x30, also so ein 12x12-Inch Designpapier zur Verfügung hast, würde ich dir anbieten, du musst es nicht tun, aber es ist ein Angebot meinerseits, dass ich dir das in der Mitte einmal halbiere und du dadurch Versandkosten sparen kannst. Aber dazu kommen wir gleich auch nochmal. Ich gucke nochmal gerade, doch, ich glaube aber, wir haben soweit alles durch. Und dann würde ich auch ein bisschen Schub geben, weil ich habe hier für heute wirklich noch eine Menge liegen. Ich hatte ursprünglich gedacht, okay, vielleicht mache ich dann doch noch ein viertes Video, hatte auch kurzfristig überlegt und habe dann gedacht, nö, eigentlich ist das ganz cool, so ein Sparwochenende zu machen und ich belasse das jetzt bei den dreien, zumal ich auch Sachen aussortiert habe, die ich dir leider noch gar nicht zur Verfügung stellen darf, weil sie noch aktuell sind. Muss man nämlich auch noch drauf aufpassen. Aber wir machen weiter und ich gucke mal, dass ich das jetzt einigermaßen sortiert kriege, aufsteigend nach Preisen. So. Ja, hier habe ich keinen Preis, aber den sage ich dir gleich. Oder den machen wir jetzt. Es ist mal wieder soweit. Dadurch, dass ich diesen Preis irgendwie noch nicht hatte, ist das jetzt ein bisschen doof. Bisschen doof. Aber das kriegen wir hin. So. Gut. Ich beginne, wie gesagt, mit dem kleinsten aufsteigend. Das bedeutet, wir legen los mit den Schmetterlingsfantasien. Das ist ein ablösbares Stempelset, das heißt, das sind Gummistempel. Du siehst hier, ich habe sie schon montiert. Sie rutschen trotzdem durch die Gegend. Aber es ist alles da, alles drin, was reingehört. Und ja, dieses super süße kleine Stempelset mit dem Schmetterling fangenden Mädel kannst du dir sichern für 12,50 Euro. Nimm das Leben leicht, ist einfach super, genauso wie ein bisschen Fantasie verschönert den Tag.
Ich finde, das sind tolle Sprüche. Und ein süßes Mädel obendrein. Für 12,50 Euro macht sich das Ganze auf den Weg zu dir. Dann sind wir bei der nächsten Preisspanne. Das sind 14,50 Euro. Und ups, hier habe ich auch nochmal ein Stempelset. Und zwar ist das auch ablösbar. Und hierbei geht es um die süßen kleinen Otter. Sind die nicht herrlich? Auch hier der mit dem Fisch. Ich finde es einfach mega süß. Du siehst, das ist funkelnigelnagelneu, nicht genutzt. Kannst du dann auch selber montieren und drauf losstempeln. Ich finde es einfach mega niedlich. Für 14,50 Euro macht sich das Ganze auf den Weg zu dir. Und jetzt kommt noch mal etwas, was relativ alt ist. Wirklich, also da war ich noch nicht mal Demo, da gab es das in der Celebration. Aber diese Torte hier ist einfach mega. Die ist mega schön. Vor allen Dingen, wenn man die embosst und dann koloriert, dann hat man eine wunderschöne Torte. Egal, ob zum Geburtstag oder für Hochzeitskarten. Das ist einfach wunderschön. Und für 14,50 Euro kannst du dieses noch absolut neuwertige Stempelset in dein Stempelset verwandeln und damit die nächsten tollen Geburtstags- und Hochzeitskarten basteln. Gut, wir machen weiter mit 15 Euro und dafür würde ich dieses wunderschöne Stempelset abgeben. Es ist ein Gastgeberinnen-Stempelset gewesen, ein Fotopolymer, also ein Klarsichtstempel ist das. Der ist genutzt, aber nicht wirklich viel. Ne? Also ich habe hier diesen Blätterreigen mal genutzt und ich glaube hier die Füllung auch, aber ja, das war's und du siehst, man sieht nichts, also das ist noch absolut neuwertig, doch hier sieht man noch ein bisschen rot von dem Nachstempeln und hier noch ein bisschen von dem dunklen Grün, aber die sind, wie gesagt, nicht dreckig, sondern mit farbintensiven Stempelfarben gestempelt worden. Hier hast du auch noch eine kleine süße Libelle, die du auch noch mit dazu setzen kannst. Ich finde es einfach ein richtig süßes kleines Set, vor allen Dingen für den Frühling. Und für 15 Euro kannst du es bald dein eigen nennen. Dann kommen wir nochmal zum Corpus Delicti, wo ich keinen Preis bei hatte. Und zwar ist das auch nochmal so ein Hintergrundstempel mit der Nummer 61. Und zwar hast du hier diese ganzen Blümchen. Und nur für den Fall, dass du dich wunderst, hier ist es noch so ein bisschen weiß anmutend. Ich habe das Ganze nämlich mit flüsterweißer Farbe auf andersfarbige Kartonagen gestempelt. Aber das kriegst du auch. Ich bin mit einer Nagelbürste nochmal drüber gegangen. Und man kriegt es leider nicht komplett weg. Also das bisschen weiß ist da. Aber das ist wie bei den anderen Stempeln auch. Es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und du siehst, der ist auch noch nicht montiert. Das heißt, du hast hier auch noch die volle Kontrolle. Willst du das montieren, dass du hinten auch siehst, wie rum die Blüten sind oder eben nicht. Eignet sich super für die Nutzung bei einem Stemperatus. Und wie gesagt, wenn du das auf andersfarbiges Papier machst, sieht das total schön aus. So, dann kommen wir mal zu einer Fehlbestellung meinerseits. Aber süß ist es. Und zwar ist das das Stempelset auf Niederländisch, Bloemenzegge Meer. Meer? Ich weiß nicht, irgendwie so sagen die das wahrscheinlich. Hiermit kannst du eine wunderschöne Blumenlandschaft gestalten. Ich gebe zu, die Stempel, also die Sprüche hier, kannst du wahrscheinlich nicht gebrauchen. Obwohl fehlfleuriges Krötjes, das ist ja auch viele blumige Grüße. Naja, also bei dem Rest bin ich auch raus, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber ich zeige es dir mal. Das sind nämlich große Blüten. Ich lege es mal hier hin. Das sind große Blüten und du kannst hier in unterschiedlichen Phasen stempeln. Das heißt, du hast hier richtig viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Und ja, dadurch, dass ich mir das in der falschen Sprache bestellt habe, habe ich es tatsächlich nie genutzt. Dumm, einfach dumm. Aber für 19 Euro würde ich es an dich abgeben. Wie gesagt, noch absolut unbenutzt. So,
Und jetzt muss man gerade durchschnaufen und mal schauen und hoffen, dass das jetzt hier alles richtig ist. Dann sind wir nämlich schon bei 22,50 Euro. Und da geht es los mit, ja, da geht es los mit dem Klarsichtstempelset Definition von Glück. Hier sind vor allen Dingen die Sprüche wunderschön. Du bist eine Definition, nee, du bist meine Definition von Glück, weil du für mich etwas Besonderes bist. Hallo, mein Schatz, mit Liebe. Und du siehst, auch das hier ist absolut unangetastet. Also absolut neues Stempelset für 22,50 Euro gehört es dir mit der Nummer 17. Dann, jetzt gerade frisch aus der Celebration rausgefallen und natürlich von der Jahreszeit her super passend, das Perfect Pomegranate, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist auf jeden Fall auch ein Celebration-Gastgeberinnen-Stempelset. Und du kannst damit deinen eigenen Granatapfel gestalten, entweder noch hängend oder schon geteilt. Und du siehst, das sind hier auch absolut neuwertige Stempel. Und du kannst damit loslegen. Und ich finde halt gerade so, für diese Jahreszeit passt das richtig gut. Also für 22,50 Euro ist das Ganze dein. Dann kommen wir zu dem Stempelset mit der Nummer 4 und zwar ist das Entspannte Momente. Hier haben wir wieder Gummistempelsets. Ich habe hier die Umrandung auch noch drin. Palim palim, eigentlich unnötig. So, nehmen wir mal raus. So. Ich muss mal gerade gucken. Lirum larum Löffelstiel, warum? Hä? Ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an. Sorry. So. Meine Güte. So, da hast du auf jeden Fall drei wunderschöne Motive zum Thema Pause machen, Pausenmanagement. Entweder schön auf der Fensterbank sitzend, ins Bett gekuschelt oder in den Sessel gekuschelt mit dem kleinen Hündchen oder aber hinausschauend auf den See, das Meer, nobody knows. Und dazu eben noch die wunderschönen Sprüche wie manchmal ist das Produktivste eine kleine Pause oder du tust immer so viel für andere, gönn dir auch selbst mal was. Finde ich auch total schön. Ist bei mir allerdings mehr wie selten zum Einsatz gekommen, deswegen werde ich mich davon schweren Herzens trennen. Achso, jetzt mache ich ja schon den Preis weg, das ist noch zu früh. Ja, mit der Nummer 4 macht es sich auf den Weg zu dir. Dann habe ich hier noch dieses wunderschöne Stempelset Tintentraum. Das war auch mal ein Stempelset aus der Celebration und das ist auch so ein Two-Step-Stempelset, denn du hast hier einmal die Formen auch von dem Kolibri, einem wunderschönen Schmetterling und auch Blumen und Ästen. Und hier hast du die passende Füllung dazu. Das heißt, du hast hier in Windeseile einen wunderschönen Hintergrund gestaltet, dein eigenes Designpapier, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ich habe tatsächlich mein Exemplar davon auch noch und ich würde es nicht wieder hergeben wollen. Also auf jeden Fall auch ein absoluter Tipp von mir. Und last but not least, für diese Preisrange habe ich dann die Vintage-Blüten. Das war auch ein Gastgeberinnen-Set in der vorletzten Celebration, meine ich. Ist super geeignet, vor allen Dingen auch für Trauerkarten, aber nicht nur. Man hat hier auch wieder diese Distinctive-Stempelsets, das heißt, es ist wieder unterschiedlich von der Koloration her, also von der Stärke der Koloration. Und du kannst es hier auch vielseitig nutzen. Diese Blüte hier vorne ist einfach mega schön. Und du siehst, hier ist es vom Geburtstag, von Trauerkarten zur Hochzeit und einfach auch mal so zwischendrin, um Danke zu sagen. Auch das ist ein wunderschönes Stempelset und für 18 Euro macht es sich zu dir auf den Weg. Gut, dann machen wir weiter. Ich
überlege gerade, ob ich das nochmal kurz im Schnelldurchlauf zeige, weil dann kann ich die schon mal weg und dann habe ich gleich ein bisschen mehr Platz, aber wir lassen das. So, dann habe ich hier nochmal ein Produktpaket. Und zwar ist das dieses Sand und Meer, die Produktreihe, die gab es. Und hier hast du die passenden Klarsichtstempel. Du siehst hier vor allen Dingen auch noch meine Maskiertechnik-Schnipse, die habe ich aber entfernt. Und du siehst, dass die hier auch ein bisschen verfärbt sind. Auch da haben wir es wieder. Ich habe mit Braun gestempelt, so wie das für Muscheln nun mal auch passend ist. Und man sieht es leider noch. Aber das tut dem allen überhaupt keinen Abbruch. Und ansonsten sind die gar nicht so oft genutzt. Und dazu bekommst du natürlich auch noch die passenden Stanzformen. Das ist einmal hier so ein großes Konvolut, dazu sage ich gleich noch mehr. Und dann hast du hier auch noch so Einzelteile. Also hier diesen Sand-Dollar, diese kleine Muschel, Seesternchen. Und das hier ist, meine ich, für so einen Seetang. Hier. Genau. Und diese beiden, also Stempelset und Stanzen, bekommst du mit der Nummer 64 für 48,50 €. Und ich sage dir direkt, Obacht, denn da kommt im weiteren Verlauf noch etwas zu. Ich konnte es jetzt leider nicht so zusammenfassen, als wäre es wirklich eine Projektreihe, weil ich dieses Seidenglanzpapier nicht dazu hatte. Und auch die Steinchen nicht. Deswegen habe ich das jetzt hier einfach mal als Produktset deklariert. Aber wie gesagt, es kommt dazu gleich noch was. Deswegen lege ich mir das auch mal gerade auf Seite. Aber für 48,50 € bekommst du Stempel und Stanzen mit den Muscheln. Okay, dann habe ich hier. Und das bekommst du natürlich in der Originalhülle. Ich habe es jetzt nur mal hier drin gelassen, weil man es dann ganz gut sehen kann. Eine Stanzform, und zwar ist das diese kreative Kissenschachtel. Die gab es letztes Jahr, passend mit den Lebkuchen. Ja, ich glaube, das hieß einfach nur Lebkuchen. Und damit kannst du so eine super süße kleine Kissenschachtel machen. Für meinen Teil, also sagen wir mal so, für ein Gästegoodie oder für ein kleines Schmuckstück ist das ideal. Aber du siehst hier halt auch, das wird jetzt hier keine riesen Kissenschachtel, ne? Und das ist für mich eben der Punkt, wo ich sage, ja, dann mache ich mir die nämlich wahrscheinlich für mich passend selber und dementsprechend würde ich sie abgeben. Aber du hast hier auch wunderschöne kleine Blüten, du hast hier Tags mit dabei und jetzt habe ich hier die Nummer gar nicht mehr drin, ne? Also für 31 € würde ich dir auf jeden Fall mit der Nummer 46 hier diese Kissenschachtel überlassen. Gut. Muss ich mal gerade gucken, wie mache ich das jetzt hier, dass ich nichts verliere. Und wie gesagt, du bekommst es natürlich hier in der Originalverpackung, so wie sich das gehört. So, Nummer 46. Für 31 €. Okay, und wir machen weiter mit Produktreihen. Ich fange jetzt mal mit einer an, die nicht mehr komplett ist. So, jetzt habe ich hier auch keinen Preis beistehen. Warum eigentlich nicht? Mit der Nummer 45. Ups. Oh nein. Habe ich hier nämlich mal zusammengefasst, das Designpapier, das Stempelset und auch das Geschenkband. Du siehst, das ist hier noch absolut unangetastet. Das Stempelset ist auch eigentlich fast jungfräulich. Da habe ich nicht viel von genutzt. Man kann es sehen, was ich benutzt habe. Also du siehst, das ist wirklich nicht viel. Die Socken sind wahnsinnig niedlich. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dazu natürlich passend die Stanzformen. So, und dann siehst du, hast du hier auch drei unterschiedliche Socken, wie auch bei dem Stempelset, drei unterschiedliche Größen. Du hast hier diesen Riesentag.
Du hast hier aber auch noch kleinere Tags. Hier vorne für die Zehen und das hier für die Ferse. Du hast hier oben noch so ein bisschen Rüsche. Du hast hier noch so ein bisschen von dieser. Ja, hab gerade einen Hänger, aber du weißt, was ich meine. Wahrscheinlich von dieser kleinen süßen Pflanze, die zu Weihnachten Stechpalme, ich glaube Stechpalme heißt die, ne? Ja, auf jeden Fall siehst du hast hier ein riesiges Konvolut an Stanzen, sogar so eine kleine Nikolausmütze und kannst damit die jeweiligen Tiere in weihnachtlichem Glanze erstrahlen lassen. So. Also das gehört natürlich mit dazu, Stempel und Stanzen. So. Dann habe ich, wie gesagt, mit dabei das absolut unangetastete Geschenkband in Aquamarin ist das, in Aquamarin und Flüsterweiß. Dann, und das siehst du hier, das ist auch noch nicht geöffnet, das sind hier fröhlich weihnachtlich und das ist in den Farben Hummelgelb, Chili, Olivgrün und Weiß. Und dann haben wir hier natürlich noch jede Menge Designpapier. Es ist nicht mehr ganz komplett. Ja, aber du bekommst natürlich auch Ermäßigung auf den Preis. Also wie gesagt, das ist nicht mehr ganz komplett. Aber der Großteil, sage ich jetzt mal, ist noch da. Ich glaube nämlich, ich habe. Ja, ich habe davon nicht wahnsinnig viel verbraucht, wie man sehen kann, ne? Und das hier sind dann halt noch die ganzen Bögen. Und so könnte ich dir das, ups, so könnte ich dir das Ganze theoretisch auch nochmal durchschneiden, auch bei den anderen Designpapieren, die jetzt gleich kommen. Dann wird das Ganze nämlich günstiger im Versand. Gut. Jetzt hatte ich hier immer noch keinen Preis liegen, ne? Also dieses Megaset bekommst du von mir für 76,50 €. Und da hast du dann wirklich alles drin. Stempel, Stanzen, Geschenkband, Filz und Designpapier. All das bekommst du für die 76,50 €. Gut, dann packen wir das auch noch mal gerade auf Seite. Ich muss mal eben gucken, dass ich das hier wieder zusammen halte, dass wir da nicht durcheinander kommen. So. Und den Filz. Dann habe ich, ups, die Nummer 45 wäre das. Dann habe ich noch die Nummer 44. Und warum auch immer, ich habe vorhin nur noch geguckt, irgendwie habe ich auch hier. Einen Preis drauf gehabt, aber das ändern wir auch jetzt. Und zwar bekommst du für 63 € dieses wunderschöne, süße, kleine Produktreihenpaket. Einmal das Designpapier per Schneckenpost. Du siehst, das ist noch original, das ist noch zu, da ist nichts von verbraucht. Dann bekommst du hier diese Kordeln. Kordel im Kombipack per Schneckenpost. Das ist hier mit nicht mit Rokokorosa, das ist auch nicht Blütenrosa, sondern das ist Kirschblüte. So, jetzt habe ich es. Kirschblüte und weißer Kordel. Mit dazu gehören auch diese süßen kleinen Harzaccessoires in Herzform. Auch das ist noch original verschlossen. Und dann eben auch das ablösbare Stempelset, also auch wieder ja, Gummistempel. Und du siehst, ich habe die zwar hier mal rausgelöst, aber die sind nicht montiert. Ja, und auch noch nicht mal alle komplett rausgelöst. Die Aufkleber, die passenden dazu, sind aber natürlich auch wie immer mit dabei. Und auch mit dabei sind hier diese süßen kleinen Stanzen.
Und ich weiß nicht, also hier diese Briefumschläge finde ich ja mega niedlich. Hier hast du noch Pilze, die kann man zum Beispiel auch gut verwenden mit den Wichteln, wenn man sie denn hat. Und hier hast du auch noch die Schnecken und aber auch hier dieses Pilz, ja, Pilzgewächs. Und hier hast du halt nochmal so eine Riesenmarke. Damit habe ich auch mal schön so eine Kissenschachtel verziert. Also auch ein super schönes Set. Und du bekommst das Ganze für 63 Euro mit der Nummer 44. Machen wir nochmal gerade zusammen. Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. So. Für 63 Euronen. Und dann haben wir noch eine Produktreihe. Und zwar ist das hier diese Produktreihe Eiszeit mit der Nummer 43. Und was damit verbunden zu dir kommen würde, zeige ich dir jetzt. Das ist einmal diese Handstanze hier, wo du das Eis mit ausstanzen kannst. Dann hast du einmal ein funkelnigelnagelneues Geschenkband in Brombeermus. Das ist ein total schönes. Dann hast du, ich mache es jetzt einfach mal auf, hier auch noch so süßes kleines Konfetti, wo man die Eisstreusel mit antäuschen kann. Und natürlich das Stempelset. Das ist hier so ein Klarsichtstempelset. Und du siehst auch hier, ich habe es so gut wie gar nicht genutzt. Ich habe hier mit einem Hörnchen gestempelt und oben halt die Kugel. Ist irgendwie ziemlich traurig, wenn ich sehe, was ich damit gemacht habe, weil ich wollte es unbedingt haben, ne? Ärgerlich ist das. Aber gut, du kannst davon profitieren. Wie gesagt, Handstanze, Stempelset, Geschenkband und summa summarum auch das komplette Designpapier. So. Und zwar ist das das Designpapier Eisdiele und auch das hier ist noch original verschweißt. Da ist nichts mit passiert. Gut. Dafür habe ich jetzt hier zweimal die Nummer drauf. Egal. So, das waren die Produktreihen. Jetzt habe ich noch ein Produktpaket. Und da habe ich auch wieder keinen Preis dran. Das muss ich nochmal gerade zurückstellen. Das muss ich nochmal gerade zurückstellen. So, ich unterbreche mal ganz kurz. Bepreise das eben und dann bin ich wieder da. So, bin wieder da. Also, kommt das denn her? Für 31,50 € bekommst du von mir ein funkelnigelnagelneues Designpapierset Hübsche Grüße und das phänomenal schöne Stempelset dazu. Auch hier wieder ein Vogel auf dem Ast sitzend, Blüten, hier ein paar Sprenkel und auch da wunderschöne Sprüche, ne? Gruß mit Liebe, Gutschein für gemeinsame Zeit, herzliche Wünsche zum Geburtstag. Ich finde es mega schön. Wie gesagt, 31,50 €. Dann hast du das Designpapier und das passende Stempelset. Und du wirst feststellen, dass du hier auch noch Papier mit dabei hast, was du tatsächlich bestempeln kannst. Also lohnt sich auf jeden Fall mit der Nummer 60. Gut. Ich mache mal in der Größe weiter. Und zwar haben wir für 9 Euro das Designacetat mit der Nummer 51. Und das ist passend zu dem Designpapier mit der Nummer 50. Das kostet allerdings 10,50 €. Und zwar ist das dieses Kunstvoll Floral.
Ja, also das hier sind die 9 Euro, das hier sind 10,50 Euro, aber für 19,50 Euro hast du direkt ein super edles Set. Finde ich auch total schön. Okay, das kann ich dann auch schon mal auf Seite legen. Und dann haben wir noch ein richtig altes Designpapier. Das passt übrigens zu dem Stempelset Painted Seasons aus Folge 1 von diesem Videoflohmarkt. Mit der Nummer 56 bekommst du, auch das hier original verpackt, Porträt der Jahreszeiten, was im Übrigen echt schön ist für den Herbst. Also noch absolut passend. 10 Euro und das Papier macht sich auf den Weg zu dir. Dann habe ich jetzt noch mal eins für 10,50 Euro. Und das ist das, was ich meinte. Mit der Nummer 57 bekommst du für 10,50 Euro dann nämlich passend zu dem Produktpaket wie Muscheln das Designpapier. Auch das hier original verpackt, nichts mit passiert. Und dann muss ich jetzt auch noch mal reinholen. So, das muss ich hier noch mal drauf kleben. Hier rauf, das ist für wie Muscheln, das Produktpaket, und hier hast du dann noch so kleine Accessoires sind das. Das ist auch so auf Perlmutt, Dekomuscheln heißt das, und du siehst, auch das hier ist absolut unangetastet mit der Nummer 58, passend zu 5,80 Euro. Und dann haben wir auch noch passend dazu den Prägefolder für 8,50 Euro. So, Moment. Das ist echt eine Katastrophe. So, 8,50 Euro. Und dafür bekommst du von mir mit der Nummer 48 dann auch gleich den passenden Prägefolder dazu. So. Und dieser Prägefolder, das möchte ich an der Stelle noch mal zeigen, ist halt super geeignet, weil du kannst das, was du hier prägen kannst, diese großen Muscheln, ja, diese hier, kannst du dir auch gleich mit dieser großen Stanzform ausstanzen. Richtig cool ist das. Ja, also ich fand es ein super schönes Set. Und ich fliege immer auf so maritime Sachen und merke dann für mich halt, dass ich leider nicht viel damit mache. Aber wunderschön ist es auch mit tollen Sprüchen bei dem Stempelset. Und das wäre die Option zu dieser Produktreihe, zu der eigentlichen Produktreihe Sand und Meer. So. 10,50 Euro das Papier, 5,80 Euro diese Dekomuscheln, 8,50 Euro der Prägefolder und 48,50 Euro dann für Stempelset und Stanze. So. Ich packe das jetzt tatsächlich mal alles so zusammen, auch wenn das nicht zusammen verkauft wird, sondern du kannst das natürlich auch getrennt kaufen. Das sind alles Einzelteile sozusagen, bis auf das Produktpaket. So. Aber den Rest kannst du dir so zusammenstückeln, wie du es gerade brauchst. Und dann habe ich noch last but not least. Und da muss ich sagen, blutet mir so ein bisschen das Herz. Dieses wunderschöne Designpapier. Zauber der Feiertage. Das gab es letztes Jahr in dem Herbst-Winter-Katalog. Da war ja viel mit Rosa und hier mit diesen tollen Anhängern, Baumanhängern. Ne? Also toller Baumschmuck. Es ist in super schönen gedeckten Farben. Wir haben hier Abendblau, Minzmakrone, Kirschblüte. Und das Ganze ist halt auch noch so ein bisschen halogen. Also hier diese Blätter zum Beispiel oder hier innen das
hat dann ja alle möglichen Regenbogenfarben. Ich fürchte fast, ich kann das hier so jetzt nicht mit einfangen. Aber es ist wirklich ein wunderschönes Papier. Ja, richtig schön mit der Nummer 59. Für 13,50 Euro würde ich es aber abgeben. Ja, an dieser Stelle mache ich heute bei Teil 3 dann tatsächlich auch gar keinen Durchlauf nochmal, weil das ist einfach zu viel. Aber es ist jede Menge dabei, von Designpapier über Geschenkbänder, über Produktreihen, über Stempelsets, Stanzensets. Also ich denke, da konnte jeder auf seine Kosten kommen. Und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn du auf deine Kosten kommen möchtest, wenn du da deinen Favoriten gefunden hast. Und ja, also ich habe es jetzt hier alles so krumm und schief gestapelt, aber ich würde sagen, ich belasse es jetzt wirklich dabei. Wenn du Interesse hast, schick mir einfach eine E-Mail an flohmarkt@strahlendemomente.de mit der Nummer. Und wenn es etwas beinhaltet, hier dieses große Designpapier, dann bitte, bitte, bitte schreib mir auch, ob du das Ganze im 12x12-Inch Format haben magst oder doch lieber im 6x12-Inch Format, um Porto zu sparen. Genau, die Rechnung geht dann an dich raus und alles andere habe ich am Anfang des Videos schon gesagt. Wenn es dir jetzt ein bisschen zu schnell ging, am besten einfach nochmal zurückspulen. Und ich wünsche dir an diesem Sonntag noch einen wunderschönen Restsonntag. Genieße die Zeit vor allen Dingen mit deinen Lieben. Und ja, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bleib bis dahin bitte gesund und munter. Bring Farbe in das Leben von anderen Menschen. Erfreue dich an deren Freude. Und ja, bis ganz bald. Tschüss!